Über 30 Neuheiten haben es im April 2023 in mein Regal geschafft und welche das sind, zeige ich euch jetzt. Den Anfang macht der zeitlose Klassiker von Rumiko Takahashi, nämlich Ranma ein Halb, den wir inzwischen mit dem vierten Band in seiner Neuauflage begrüßen dürfen. Der hat eine Spot-Gloss-Veredelung und auch wenn das Rückenmotiv sehr, sehr schlicht ist, glaube ich, dass am Ende das unglaublich toll aussehen wird im Regal. Von den ursprünglich 38 Bänden wird es insgesamt 20 Neuausgaben geben und ich freue mich schon riesig drauf. Weiter geht es mit Insomniacs After School, das in der Erstauflage einen Glow-in-the-Dark-Effekt hat, der hier auch leicht erhoben ist und die Geschichte ist einfach niedlich und sehr schön erzählt. Ich habe mich direkt wohlgefühlt und freue mich schon, die nächsten Bände zu verschlingen. Diamond in the Rough ist als Doppelausgabe mit einem Acrylständi gekommen und ich bin total begeistert von der Thematik und auch von der Veredelung, sei es die Edelsteine oder eben dieser leicht schimmernde Goldeffekt auf dem Schriftzug. Und ich muss sagen, die Geschichte ist demnächst zu Ende, zumindest hieß es, es hat seinen Höhepunkt erreicht und aktuell hat es in Japan 7 Bände, also überschaubar. Das ist der Acrylstandy, der in der Doppelbandausgabe dabei war und ich liebe ja so tolle Extras, deswegen konnte ich da auch nicht widerstehen, weil es auch die Charaktere unglaublich toll widerspiegelt und einfach super im Regal aussieht. Das nächste ist tatsächlich eine französische Ausgabe von Blue Spring Ride und Sakura Saku, die ich mir besorgt habe, weil es ein großartiges Extra dazu gab, wenn man zwei Werke gekauft hat von Yu Sakurasaki. Und allein das Wendecover fand ich schon zuckersüß und toll gestaltet, aber natürlich war das Extra, was da dabei war, der Hauptanlass, warum ich mir das Ganze besorgt habe. Denn ich finde, für die Romance-Segmente gibt es viel zu wenige coole Sachen, deswegen konnte ich da nicht widerstehen. Wir haben hier ein wunderschönes Windlicht mit super romantischen Motiven und ich war so vernarrt darin, dass ich gerne die 24 Euro mit Versand ausgegeben habe für die beiden Bände plus dem Extra, sodass ich mich jetzt schon freue, mein Regal damit dekorieren zu können. Delicious in Dungeon bekommt demnächst, sprich Januar 2024, einen Anime. Der erste Trailer ist draußen. Ich verlinke ihn gerne unten. Und ich liebe diese immersive Welt, die so unglaublich thematisch ist. Und angeblich sind wir auch schon fast fertig mit der Story. Von dem her sollten nur noch ein, zwei Bände kommen. Das Biest des Königs wurde ja jetzt von Crunchyroll übernommen, heißt, wir haben hier ein neues Logo obendrauf, aber für die Fans, die gerne ein einheitliches Buchrückenmotiv mögen, haben wir ein Cover on Cover, sodass wir nach Lust und Laune entscheiden können, welches wir gerne hätten, was ich unglaublich super finde. Die Geschichte nimmt auch endlich Fahrt auf. Ich hatte etwas Sorge, nachdem mir Dawn of Arcana so gut gefallen hat, dass das mir nicht mehr gefällt. Stab First Love ist mit 9 Bänden abgeschlossen und der Humor ist einfach top. Ich liebe diese Serie, da bleibt kein Auge trocken. Colette beschließt zu sterben, kommt immer mit einem Extra. Hier Lesezeichen. Es gab scheinbar etliche Probleme bei dem Verlag, sodass entweder ein Lesezeichen gefehlt hat oder doppelt war. Hier sehen wir eine Ausgabe mit den beiden Lesezeichen, die regulär drin sein sollten. Ich finde sie atemberaubend schön und würde sie am liebsten irgendwo einrahmen und hinhängen. Mal schauen, was ich damit am Ende machen werde. Insgesamt hat die Serie 20 Bände und ist damit abgeschlossen. Wobei es auch in Japan eine Nachfolgeserie direkt anschließend dazu gibt.
Hier haben wir die Collectors Edition von Ein Zeichen der Zuneigung mit einem Art Mini-Artbook. Und leider mussten die Mangaka eine kurze Pause einlegen wegen der Schwangerschaft. Aber jetzt geht es endlich weiter und ich freue mich riesig, diese zuckersüße Geschichte weiterlesen zu können. Diesmal gehen sie sehr große Schritte und es war einfach ein Genuss, das wieder zu lesen. Auch das kleine Bonusheft ist seinen Preis wert. Wir haben nämlich nicht nur atemberaubend schöne Illustrationen, wie wir hier sehen können, sondern auch noch einen kleinen Bonus-Manga. Da will ich nicht zu viel spoilern. Und auch so tolle Einblicke wie das Lieblings-Make-up der Charaktere. Nina, dein Schicksal sind die Sterne, hat in Japan bislang 10 Bände. Ich freue mich riesig immer über jeden neuen Band, weil er super spannend ist und gleichzeitig äußerst romantisch. Frieren nach dem Ende der Reise hat in Japan bislang 10 Bände und im Oktober 2023 werden wir mit einem Anime beglückt. Da verlinke ich auch gerne den Trailer unten. Ich freue mich schon riesig und bin gespannt, wie mir der Anime gefallen wird, weil ich den Manga einerseits sehr mag und andererseits ist er mir gelegentlich etwas zu schnell. Von Skip and Loafer läuft gerade der Anime und zur Feier dessen sind 2 Bände auf einmal erschienen. Die Spotgloss-Veredelung auf dem Cover ist einfach großartig und unterstreicht, wie sensationell schön diese Serie eigentlich ist. Ich habe diese Bände verschlungen und mich schockverliebt. Wenn ihr also Gelegenheit habt, schaut unbedingt mal rein. Ich kann es nur empfehlen. Von Vampire Knight Pearls werden wir insgesamt 10 Bände kriegen. Das ist der 6. Wir haben zwar keine Farbseiten, aber dafür eine sehr, sehr schicke Coververedelung und ein Buchrückenmotiv, was ich ganz besonders liebe, muss ich gestehen. Die Doppelbandausgabe von Mars erscheint momentan bei Panini Comics, ist mit 8 Bänden abgeschlossen und hat eine wunderschöne Spotgloss-Veredelung. Ich hatte das Glück, die Reihe sehr günstig auf eBay Kleinanzeigen zu erstehen. Konnte noch nicht reinlesen, aber das werde ich demnächst machen. Und nicht nur, dass ich die Bände in einem absolut epischen Zustand bekommen habe, sondern ich habe auch noch ein gratis Poster bekommen. Das werde ich allerdings einer sehr guten Freundin von mir schenken, denn die ist seit Jahren ein riesiger Mars-Fan und ich glaube, da ist es noch besser aufgehoben als bei mir. Navilera ist ein vollfarbiger Manhwa, der mit 5 Bänden abgeschlossen ist und eine herzerwärmende Geschichte erzählt. Auf Netflix gibt es die Serie dazu, die man sich anschauen kann. Ich kann die Story wirklich nur ans Herz legen, die ist mal abseits vom Mainstream und etwas ganz Besonderes. Neon Genesis Evangelion hat eine Perfect Edition spendiert bekommen, die mit einer Spotgloss-Veredelung aufwartet, außerdem ein Überformat hat und auch noch die Farbseiten beinhaltet, sowie hochwertiges Papier besitzt. Es gab erst ein bisschen Unmut bezüglich der Box, weil die sehr schnell ausverkauft war und eben limitiert war. Die gute Nachricht ist aber, inzwischen kann man sie wieder kaufen bzw. vorbestellen, sodass nie jemand wirklich leer ausgehen muss. Run the Peerless Beauty ist ein typischer Romance-Manga mit Blumen als Hauptmotiv, was mich natürlich total anspricht. Es ist zuckersüß, auch wenn es das Genre nicht neu erfindet. Und natürlich bin ich bei Buchrückenmotiven immer gleich schwach. Ist mit 10 Bänden abgeschlossen und mir gefällt es bislang gut. The Saints Magic Power hat in der Erstauflage immer diesen erhobenen Schriftzug und eine Coververedelung damit.
Ich liebe ja die Zeichnungen abgöttisch, aber ich habe immer noch Probleme damit, wie die ganze Geschichte erzählt wird. Das ist irgendwie nicht so mein Geschmack. Aber die Zeichnungen sind zum Darniederknien. Persona 5 hat momentan in Japan 12 Bände und erzählt eben relativ detailgetreu die Geschichte des namensgleichen Games und gefällt mir dementsprechend sehr gut. Über Kleinanzeigen habe ich auch die nächste Serie namens Cold Game erstehen können, das mit seinen Intrigen und der Kombination mit Romance und Mittelalter wirklich bei mir voll und ganz punkten kann. Aktuell hat die Serie in Japan 7 Bände und Band 1 wartet schon mal mit einer Sammelkarte auf. Da freue ich mich schon, die einzurahmen und mit Washi-Tape zu versehen, damit sie einen Ehrenplatz im Regal bekommt. Der 4. Band hat sogar einen kleinen Miniprint und ich habe von der Dame von eBay Kleinanzeigen noch eine zusätzliche Postkarte bekommen, was mich sehr, sehr glücklich macht. Geht's mit der Limited Edition von Yona Band 37, wo wir einen Taschenkalender unser eigen nennen können. Wer Yona noch nicht gelesen hat und ihr seid ein Fan von Fantasy, Romance und Action, ich empfehle euch diese Serie uneingeschränkt. Dieser Taschenkalender hat atemberaubend schönes Papier. Ich glaube, man sieht es in der Kamera. Und ich bin total vernarrt in die ganzen wunderschönen Motive innen drin. Da haben wir ein tolles Extra bekommen. Und ich bin leider jemand, der diese Extras quasi als heilig ansieht und niemals benutzt. Das heißt, dieser Taschenkalender wird irgendwo einen tollen Platz bekommen, aber reinschreiben werde ich leider nicht. Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr solche Extras oder sagt ihr auch eher, nee, das ist für meine Sammlung, damit ich es anschauen kann? Oder eben ein Gebrauchsgegenstand. Ich liebe diese Zeichnungen. Ich kann mich niemals daran satt sehen. Diese Charaktere sind einfach so großartig. Der letzte Band von The Grandmaster of Demonic Cultivation ist endlich draußen und kommt mit dieser atemberaubend schönen Box, bei der man sich überhaupt nicht satt sehen kann. Und ich bin einfach jetzt schon vollkommen verzückt und kann es kaum erwarten, die anderen Romane da auch reinzustellen. Ich muss nämlich gestehen, ich habe darauf gewartet, dass der letzte Band erscheint, damit ich quasi das Ganze in einem Rutsch durchlesen kann. Oh. Wunderschön. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie es mir am Schluss gefallen wird, weil so oder so ist dieser Schuber und seine Hardcover-Bücher eine wahre Augenweide im Regal. Ich meine, nicht nur diese sagenhaften Cover mit der Coververedelung, sondern auch noch, oh, der Schnitt mit passenden Blumen. Ist das nicht sensationell? Ach, sorry, da schlägt mein Buchliebhaberherz in die höchsten Höhen. Und hier haben wir dann auch noch passend zu den jeweiligen Covern jeweils einen Artprint, der quasi seine volle Pracht zeigt und auch noch auf total hochwertigem, atemberaubenden Papier gedruckt ist.
Allein diese Artworks anzuschauen ist ein Genuss. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall aufs Lesen. Fushigi Yugi ist unser nächster Kandidat und hat ebenfalls eine wunderschöne Neuauflage spendiert bekommen, die insgesamt mit 10 Bänden abgeschlossen sein wird. Das hier ist jetzt Band 5 mit der ersten Box, die wir hier bestaunen können. Wir haben aber nicht nur diese sagenhafte Box, sondern auch noch 3 Artprints mit dazu, die wir uns jetzt mal genauer anschauen werden. Ich liebe den 90er-Jahre-Touch, den die Zeichnungen haben. Das ist so ein Nostalgie-Feeling. Das ist unglaublich. Man kann es schlecht erkennen, aber es ist leicht golden schimmernd, die Schrift. Ähnlich wie auf dem Cover, aber auf der Kamera kommt das leider nicht so gut rüber. Wir haben auch so ganz, ganz samtiges Papier. Ich kann es leider nicht beschreiben, aber es fühlt sich einfach großartig an, allein diesen Band in der Hand zu haben. Heartstopper ist ein Graphic Novel, den ich mir mit Hilfe meiner Hugendubelpunkte gekauft habe, weil ich davon nur Gutes gehört habe. Und ich gestehe, ich freue mich tatsächlich darauf, diese mal ganz andere Geschichte mit ihrem eigenen Stil zu lesen. Diese Ausgabe von Emma ist die US-amerikanische Deluxe Edition, die als Hardcover-Variante mit nur 5 Bänden daherkommt. Das ist Band 4. Und ich liebe nicht nur die Geschichte, sondern diese Zeichnungen sind ein Augenschmaus. Innen drin haben wir quasi auch noch das Cover, was uns fehlt, weil wir immer mehrere Bände zusammenfassen. Und hier haben wir auch eine wunderschöne Veredelung. Sieht das nicht sensationell aus? Ich könnte Tage damit verbringen, nur die Zeichnungen anzustarren, weil sie so phänomenal sind. Ja, hier haben wir die Collector's Edition von Scarecrow, Band 3. Ich muss ja gestehen, ich habe die ersten 2 Bände verschlungen und die waren so gut und dicht gepackt, dass ich direkt sie nochmal lesen möchte, bevor ich Band 3 mir dann reinziehe. Das Poster allein ist schon episch. Die Zeichnungen sind so stark und haben tolle Linien. Es ist ein Genuss, das anzuschauen. Der Manga hat wie gewohnt eine tolle Spotgloss-Veredelung, der dem Ganzen nochmal diesen eleganten, wertvollen Touch gibt. Aber damit nicht genug. Wir haben auch noch 3 Artprints, die ich großartig finde, weil man da die Strichführung so unglaublich gut sehen kann, dass es ein Genuss ist, sich das minutenlang anzuschauen. Und wir haben tatsächlich 2 kleine Standees. Passend zu den Charakteren in der Geschichte. Die sehen immer ganz besonders toll aus im Regal. Final Fantasy 7 Pixel Remaster von 1 bis 6. War in Amerika scheinbar unglaublich schwer zu bekommen und ganz viele Scalper haben sich da gütlich getan. Ich
bin froh, dass ich eine Kopie bekommen habe, weil ich freue mich tatsächlich schon, die vielen Games mal in einer Pixeloptik zu spielen. Ich bin leider immer etwas ernüchtert darüber, wie lieblos die Innenseite von diesen Switch-Games ist, aber okay, das ist halt so. Zum letzten Neuzugang und zum absoluten Highlight, dem neuen alten Spiel von Vanillaware, Grim Grimoire, in seiner Collector's Edition, die von außen schon absolut bezaubernd aussieht. Das Studio kennt man von Odin Sphere, Muramasa, Dragon's Crown oder 13 Sentinels. Und ich will euch jetzt nach und nach die Extras zeigen. Hier haben wir zum einen Schlüsselanhänger mit den Magiesymbolen drauf, die wirklich sehr schwer und hochwertig sind. Abgesehen davon haben wir hier ein riesiges Tuch, das absolut bezaubernd bedruckt ist. George Kimitanis Zeichnungen sind einfach immer eine Augenweide. Wir haben außerdem ein paar Postkarten, die auch das tolle Artwork darstellen und quasi wie Tarotkarten aufgemacht sind. Das finde ich besonders spannend. Außerdem ist in der Box noch dieser Acryl-Standy enthalten, den man mit Schrauben festmacht und wirklich was hermacht. Den Drachen kennt man zum Beispiel auch aus Odin Sphere und Dragon's Crown. Zudem gibt es natürlich noch einen Soundtrack. Und ein Artbook. Ich möchte nicht zu sehr spoilern, darum zeige ich jetzt gerade nur ausgewählte Seiten. Aber die Artworks sind auch einfach himmlisch. Obwohl sie schon relativ alt sind, sind sie einfach sensationell gealtert. Und dann haben wir natürlich noch das Spiel selbst. Da freue ich mich schon sehr darauf, das zu zocken. Und damit sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viele interessante Sachen gesehen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!